Das großartigste Bild für einen Landschaftsmaler und das lehrreichste für einen Geologen ist jenes, das sich von Piazza al Serchio nach Sambuca auftut. Hier liegt der Fluss Serchio über 5 Meilen inmitten von zahlreichen Spitzen, zwischen Felsblöcken aufsteigenden Berggipfeln zurück, auf denen sich Serpentinenstraßen winden. Die schrieb Emanuele Repetti, um den oberen Flusslauf des Serchio zu veranschaulichen. Carfanius war der Name des römischen Patrizier, der als Anerkennung für militärische Dienste ein Gebiet im oberen Serchiotal erhielt. Der Ursprung des Namens Carfagnana ist demnach auf den Familiennamen der Landbesitzer zurückzuführen. Das natürliche und unberührte Gebiet diente als primäre Ressource für jene Gemeinden, die sich auf Jagd, Landwirtschaft und Schafzucht spezialisiert hatten. Es zeugt von Weisheit, den Ackerbau so zu betreiben, dass der Boden nicht verschwendet und die Ressourcen nicht erschöpft werden. Eine genetische Verbindung zwischen Mensch und Natur. Eine menschliche Siedlung, die sich auszeichnet durch kleine Familienhaushalte und bewohnte Ortszentren, erbaut mit lokalen Materialien, die noch heute sichtbar sind. Steinmauern, oft unverputzt. Dächer und Dachböden aus Holz, wo die Bauern Mais, Hanf und andere Produkte zum Trocknen lagern konnten. Die Natur hat über die Jahre hinweg die Landschaft geformt. Der Mensch hat die Energie des Flusses genutzt, um damals Mühlen in Betrieb zu nehmen und nutzt sie heute durch ein künstliches und modernes Wasserstaufwerk. Dort, wo der Serchio sich seinen Weg durch die großen Barrieren der Grünflächen bahnt, erhebt sich Castelnuovo, der zentrale Verwaltungssitz der Carfagnana. Der Hort erhielt am 7. Januar 2010 durch Beschluss des Staatspräsidenten Giorgio Napolitano das Stadtrecht. Piazza Umberto I, Ortsmittelpunkt und Kern der aktuellen Stadtplanung, ist der zentrale Treffpunkt des sozialen Lebens. Der traditionelle Donnerstagsmarkt hat eine lange Geschichte. Sein Ursprung wird auf das Jahr 1430 datiert. Zu jener Zeit unterstellte die Carfagnana sich freiwillig der Herrschaft der Familie Este, und Herzog Niccolò III. Gestattete dem Ort das Sonderrecht, einen Wochenmarkt und 2 Jahrmärkte abzuhalten. Dieser Platz ist auch der Ort, wo Gäste durch diverse religiöse und kulturelle Veranstaltungen die lokalen Traditionen kennenlernen können. In den langen und sternenreichen Sommernächten fehlt auch eines auf keinen Fall, ein Hauch von Magie. La gente pensa che te siamo d'accordo, penserebbe, ma io invece penso che tu sei d'accordo con la gente perché non mi è mai capitato uno così. Controlla bene se sono entrato e mi vieni stretto. Se qualcuno è arrivato da poco, te ne tu è il comico, so io, non è lui. Allora. Vediamo un po', vediamo. Grosso parente che fa bene i capelli, lo zione. Im Jahre 1522 ernannte Alfonso I. von der Familie Este Herzog von Ferrara Ludovico Ariosto zum Herrscher der Carfagnana. Qui scesi,
dove da diversi fonti, con eterno rumor confondon l'acque, la turrita col cerchio fra due ponti, per custodir, come al signor mio piacque, il gregge Garfagnin che a lui ricorso. Aus der Zeit seines Aufenthalts in dieser Region ist bis heute sein alter Wohnsitz erhalten. Die Rocca Ariostesca, das Symbol von Castelnuovo, beherbergte neben zahlreichen Herrschern von 1640 bis 1642 auch den Diplomaten und Dichter Fulvio Testi. Von 1927 bis 1999 befand sich dort die Stadtverwaltung. Heute beherbergt die Rocca Ariostesca eine Dauerausstellung über die apuanischen Liguria. Bald soll sie endgültig zum Hauptsitz des Landesmuseums werden. Unter den ausgestellten Fundstücken, welche das Alltagsleben der verschiedenen Gesellschaften bezeugen, die sich immer wieder in diesem Tal niederließen, von der Kupfersteinzeit bis hin zur Zeit der Etrusker, der apuanischen Liguria und der Römer, ragen diverse kriegerische und religiöse Objekte heraus, wie etwa ein seltener etruskischer Helm aus Bronze und eine kleine römische Statue der Fruchtbarkeitsgöttin aus buntem Marmor. In anderen Dörfern des Gebiets kann man auch in Castelnuovo di Garfagnana noch bedeutende kirchliche Monumente bewundern. Der Dom San Pietro e Paolo hat eine einzigartige Geschichte. Die ersten Dokumente gehen auf das 10. Jahrhundert zurück. Als die Stadt zur Hauptstadt der estenesischen Provinz der Garfagnana aufstieg, genügte das Gebäude nicht mehr den Anforderungen der beachtlich gewachsenen Bevölkerung. Der Dom wurde also komplett abgerissen und ab August 1456 wieder aufgebaut. Der neue Gebäudekomplex mit einem 34 Meter hohen Glockenturm war um einiges größer als vorher. Bis heute symbolisiert eine große in Stein gemeißelte Schnecke auf dem Dachsims des Glockenturms ein bisschen höhnisch die Langsamkeit der Bauarbeiten zur Erneuerung und Erweiterung, die es im Jahr 1504 beendet waren. Vom Zentrum der kleinen Stadt gelangt man über einen eindrucksvollen, naturalistischen Pfad zur Festung von Monte Alfonso. Vom höchsten Punkt des Hügels kann man die gesamte Stadtentwicklung von Castelnuovo bewundern. Der Herzog Alfonso II. Aus der Familie Este ließ die Festung in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts erbauen, um die Hauptstadt der Garfagnana gegen mögliche Angriffe des lucchesischen Heers verteidigen zu können. Im Inneren umfasst sie eine Fläche von über 47.000 Quadratmetern und ist mit Geschützstellungen ausgestattet. Diese sind auf kleinen Erdwällen verteilt, die mit Trockenmauern errichtet worden sind. Ein Arkadenhaus wurde als Quartier für die Truppen verwendet. Ein monumentaler Brunnen fing mithilfe eines Kanal- und Zisternensystems das Regenwasser der Gebäude auf. Diese Festung war damals ein strategischer Ort von großer Bedeutung mit beispielhafter militärischer Architektur jener Zeit. Heute ist sie ein eindrucksvoller Aussichtspunkt und wird auch für Feste und kulturelle oder folkloristische Veranstaltungen in Anspruch genommen. Thank you.
Die Bombardierungen auf die Stadt, welche während des Zweiten Weltkriegs als Vorposten auf der gotischen Linie fungierte, haben einen beträchtlichen Teil des Mauerrings zerstört. Zwischen der Porta Micia und der Rocca sind nur noch wenige Spuren der Nordwand sichtbar. Auf dem höchsten Punkt des Hügels, Croce dei Prunaci, gibt es ein Kriegerdenkmal für die Gefallenen der Gafarniana. Wer sich zu diesem Aussichtspunkt mitten in der Natur aufmacht, wird fasziniert sein von dem atemberaubenden Panorama auf das gesamte Tal. Die Wallfahrtskapelle San Rocco in der Fraktion von Paleroso hütet die Erinnerung an die Gefallenen der Gebirgsdivision Monte Rosa. Zu Kriegszeiten wurde das Oratorium als Waffenlagerraum verwendet und war deshalb Ziel der angloamerikanischen Artillerie. Von der Kapelle gelangt man über alte Gebäude, die ursprünglich als Ställe dienten, hinauf zum Tor von Paleroso aus dem 17. Jahrhundert. Die Terrassentreppe, auf der man hinaufsteigt und wo man sich zwischendurch eine kleine Pause gönnen sollte, um das herrliche Panorama zu genießen und vor allem um wieder zu Atem zu kommen, heißt nicht ohne Grund der Weg der Atemnot. In der Ortschaft sind noch kleine Reste der Stadtmauer erhalten, dank der sie einmal zu den wichtigsten Festungszentren der Gafarniana gehörte. Die Pfarrkirche des Dorfes ist St. Martin gewidmet. Auf dem höchsten Punkt des Ortes befinden sich Überreste eines zylindrischen Steinturms aus dem Mittelalter. Dieser galt als hervorragender strategischer Ausgangspunkt zur Überwachung und Verteidigung des Tals. In vielen historischen Dokumenten wird ein Andenken an Monte Rotondo bewahrt, ein kleines Dorf, dessen Entstehung dem Ackerbau und der Schafzucht zu verdanken ist und das im Jahre 1613 zur Bühne bewaffneter Auseinandersetzungen mit Brandstiftungen und Zerstörungen wurde, da es an der Grenzlinie zwischen der Republik Lucca und dem Herzogtum Este gelagen war. Das Dorf entstand neu, wobei das Oratorium San Spirito, welches Ende des 16. Jahrhunderts errichtet wurde, den Mittelpunkt bildete. Die Castruccio-Brücke, die 1324 nach Willen von Castruccio Castracani, Herr von Lucca, erbaut wurde, verbindet das befestigte Zentrum von Castelnuovo mit dem Stadtteil von Santa Lucia. Die ersten Zeugnisse über die Existenz der gleichnamigen Kirche gehen auf das 14. Jahrhundert zurück. Eine Inschrift auf dem Türsturz weist nach, dass der jetzige Eingang im Jahre 1618 ausgeführt wurde. Der Vicolo Parigi, die Pariser Gasse, stellt eine originelle Episode des Stadtbildes von Castelnuovo dar. Ein beeindruckender Pfad, der parallel zur Via 20 Settembre durch das altertümliche Tor, welches im Mittelalter das Straßennetz zur oberen Gafarniana eröffnet, bis zum Fluss Serchio hinunterführt. Entlang der Via 20 Settembre gelangt man zum Teatro Alfieri, das auf Initiative von Antonio Vittoni und der Grafen Luigi und Giovanni Carli errichtet wurde. Das Theater wurde am 22. August 1860 eröffnet
und nach dem König Vittorio Emanuele II. Benannt. Goldene Reliefverzierungen erstrecken sich entlang der Bühnengeländer. Davide Franchi hat sie von Hand verziert und so schmücken sie den Eingangsbereich und die königliche Tribüne aus. Die wertvolle Restaurierung gibt dieser Struktur, die vom städtischen Bürgertum jener Zeit gewollt war, ihre Pracht und ihren Glanz zurück. Ein wahres Meisterwerk. Bis 1520 wurde in Castelnuovo einer der berühmtesten Maler des italienischen Manierismus geboren, Giuseppe Porta, genannt der Serviati. Sein künstlerisches Wirken fand hauptsächlich zwischen Rom und Venedig, wo er 1575 statt. In der Lagunenstadt werden einige seiner großen Kunstwerke bis heute bewahrt. Unter den vielen religiösen Bauten der Stadt und seiner zahlreichen Fraktionen liegt hinter den Mauern des Kapuzinerklosters eine wirklich besondere Geschichte verborgen. Es wurde um 1630 nach Willen des Paters Giambattista von Este, der sich einst Alfonso III. Von Este, Herzog von Modena nannte, errichtet. Nachdem dieser die Herrschaft abgegeben hatte, wurde er zum Priester geweiht und zog sich ins Kloster von Castelnuovo zurück, wo er sich 1644 das Leben nahm. Der Gebäudekomplex befindet sich auf dem Monte Calvario. In der Umgebung, auf dem Hügel von San Nicolao, sind bis heute wenige Mauerreste sichtbar, von denen einige Forscher glauben, dass es sich dabei um den ersten bewohnten Ortskern von Castelnuovo handeln könnte. Die bereits zitierte Porta Micia ist Teil des Mauerrings der kleinen Stadt und auch dieses Tor wurde von Castruccio Castracani errichtet. Zwischen dieser Stadtmauer aus dem 14. Jahrhundert befanden sich an den Torseiten zwei Baukörper mit jeweils einer Schießscharte, die zu Verteidigungszwecken genutzt wurden. Seit dem Mittelalter ist Torrite ein kleines Dorf am rechten Ufer des Wildbachs Torrite Seca für sein Thermalwasser bekannt. Von der Thermalanlage sind heute nur noch Ruinen in der Nähe des rechten Flussufers zu erkennen. Zeugnis für die alte Siedlung im historischen Ortskern sind noch die Reste einer kleinen Festung sichtbar. Ganz in der Nähe präsentiert sich Villa Bertagni, die während des Krieges das deutsche Einsatzkommando und das der Sozialen Republik von Salò beherbergte. Überquert man die Brücke über dem Torrite, gelangt man zur Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit. Ein erster Grundriss des Gebäudekomplexes könnte auf das 13. Jahrhundert datiert werden. Auf dieselbe Epoche geht die Kirche vom Heiligen Apostel Andreas
in Cerretoli zurück. Ein typischer Ortskern, dessen Bewohner sich dem Ackerbau und den Kastanienwäldern widmeten. Im Herzen des Dörfchens ein typisches Gebäude mit Altan. Über der Eingangstür hängt ein kleines Schild, das an das Jahr 1928 erinnert, als in diesem Haus dank eines bestimmten Sende- und Empfangsgerätes eines der ersten Radiosignale aus Filicaja empfangen wurde. Ein Experiment des Ingenieurs Francesco Vecchiacchi. Bisolin Todini, Physiker, Botaniker und Geologe, stammt aus einer der wichtigsten und bekanntesten Familien Castelnuovos. Schon als junger Mann wurde er vom Lehrstuhl für experimentelle Physik der Universität Pisa berufen, welche er 1831 verließ, um sich nach Castelnuovo zurückzuziehen. Er wurde durch den Großherzog emeritiert. In der kleinen Stadt gibt es jedes Jahr zwei Literaturwettbewerbe. Einen Dichterpreis, benannt nach dem Poeten Olin Todini, gleichnamiger Enkel des berühmten Physikers, und einen Belletristik-Wettbewerb, des Loris Biagioni gewidmet ist. Er war Parlamentarier und Verwalter des Tales in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Anche se la mano che stringo ha la pelle di un altro colore, la sua anima lo sento, ha dentro di sé quel pezzo d'armonia che a me manca. Pirmeso oder K. di Pirmeso war ein kleiner Zusammenschluss weniger Familien, der seinen Namen in San Carlo abänderte, als 1628 die Familie Azzi dort ein dem Heiligen geweihtes Oratorium errichtete. Während der großen Pest, die zu Beginn des 16. Jahrhunderts die Bevölkerung von Castelnuovo heimsuchte, wurden um das Oratorium herum die zahlreichen Bewohner begraben, die durch diese Krankheit gestorben waren. Im Stadtbild sticht sich die Kirche des heiligen Abt Antonio im gleichnamigen Stadtviertel wegen ihres charakteristischen Glockenturms hervor. Ein typischer Sturm aus Stein mit Pechnasen zur Stützung des Glockenraums. Um nach einer empfangenen Gnade den Schwur zu halten, wurde zwischen 1602 und 1603 in Form eines Oratoriums die Kirche der Heimsuche Mariae, bekannt als Kirche der Madonna oder der Madonna del Ponte, erbaut. Die ellipsenförmige Kuppel und die überragende Laterne kennzeichnen die Volumetrie und sind im 19. Jahrhundert hinzugefügt worden. Die Kirche des heiligen Prosper und die des heiligen Bartholomäus stellen den Mittelpunkt der benachbarten Fraktionen Antisciana und Gragnanella dar. Siedlung antiken Ursprungs ist die Fraktion von Rotano. Sie zeichnet sich aus durch linientreue und vielschichtige Gebäude am Rande des alten Maultierpfades, welcher die tragende Achse des Stadtstruktur bildet. Mit seinen 500 Einwohnern ist Rotano eine der wichtigsten Gemeinden der Garfagnana und wurde bereits im Zeitalter Napoleons zur Fraktion. In Rotano wurde Monsignor Andrea Sarti, Bischof von Guastella, Pistoia und Prato, geboren.
Fährt man auf die Landstraße zurück, geht es nun bergauf, bis auf 727 Meter über dem Meeresspiegel, wo der Ort Kolle liegt. Weitere kleine und charakteristische Siedlungen sind Decio, unterhalb der Straße, die nach Rontano führt, und Metello, wo kürzlich dank Maßnahmen der Gebäudesanierung alte Häuser und Ställe in dauerhafte Wohnstätten verwandelt wurden. Die weite Entfernung einiger Fraktionen vom Verwaltungssitz führt dazu, dass viele ihre Behausungen verließen. Die Familien zogen es vor, hinunter ins Tal zu ziehen, auch weil sie dort bessere klimatische Bedingungen vorfanden. Unter den berühmten Persönlichkeiten Nuovos muss auch der Kardinal Pietro Campori erwähnt werden, der nach seiner Ausbildung an den wichtigsten europäischen Höfen von Madrid bis Prag den Spuren des Bischofs Cesare Speciano folgte, für den er lange als Sekretär arbeitete. Nach dem Tod Papst Paulus V. nahm sein Name unter den Nachfolgern Umlauf und es fehlten ihm zu seiner Wahl nur 3 Stimmen. Auch Pellegrino Turri, der 1808 die Schreibmaschine und das Kohlepapier empfand, war ein Kind Castelnuovos. Die ideale Verbindungsbrücke zu ihrer Heimat war für die zahlreichen Bewohner des Garfagnana und Castelnuovos, die zwischen Ende des 19. Jahrhunderts und den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts auswanderten, um woanders in Italien oder im Ausland Fuß zu fassen und so ihr Glück zu finden. Immer eine Zeitung. Sie wurde 1881 gegründet und geht bis heute dem Vorhaben nach, die Verbindung mit den neuen Generationen aufrechtzuerhalten. Der Corriere di Garfagnana. Die Garfagnana ist eine Welt für sich. Weite Grünflächen, aus denen ein gewaltiges Gebirge wie ein Kristall erwächst. Riesige Kastanienwälder, durch Weinterrassen modellierte Hügel, zwischen denen sich große Wiesen und Lichtungen erstrecken, welche wiederum von Flüssen und Wildbächen durchquert werden. Das alles ergibt eine unverwechselbare Verschmelzung von Landschaft und Kultur. Ein natürliches Monument menschlicher Arbeit auf diesem Stück Land, wo es immer etwas Neues zu entdecken gibt und geben wird.